Guten Mittag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum nächsten Milka-Test, wie gestern Abend angekündigt, auf dem Kanal. Ich drehe dir gerade ein paar Videos jetzt am Stück, aber aus bestimmten Gründen. Und ja, heute geht es weiter mit den Milka Bunte Kakaolinsen. Auch eine Milka-Sorte, die wir uns noch nicht angeschaut haben, von den ziemlich vielen, die wir uns schon angeschaut haben. Und ja, hier auch designtechnisch natürlich alles beim Alten. Wir haben die lila eine Milka-Farbe, den Milka-Schriftzug, die Milka-Kuh. Solange das drauf ist, wissen wir, okay, es ist Milka. Ist ja logisch. Auch wenn der Schriftzug nicht drauf ist, wissen wir, es ist Milka. Sogar wenn die Farbe anders wäre und die Milka-Kuh nur drauf ist, wissen wir, es ist Milka. Das sind eben so ein paar Kennzeichen, die Milka marketingtechnisch super umgesetzt hat. Und ja, bunte Kakaolinsen ist die Sorte heute. Alles in so einem, ja, wie soll man es, so einem weinpinken Farbton überzogen, passt für mich jetzt nicht so super, da würde ich irgendwas Buntes mehr fühlen, wisst ihr, wie ich meine? So passend zu den verschiedenen Linsen, einfach so verschiedene, so eine Kombi oder so eine dynamische Fluidübergänge aus diesen Farben. Alter, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ansonsten genau, Milka, hier sehen wir schon, dass so Kakaolinsen, also so M&M's mäßig drin sind, aber ich denke, es sind keine M&M's, sonst würde es irgendwie draufstehen. Und ja, das ist soweit designtechnisch zur Milka. Wir haben natürlich wieder das Siegel vom offiziellen Förderer vom Nationalpark Hohe Tauern, das Cocoa Life Siegel. 100 Gramm haben wir wieder drin diesmal, preislich auch bei 1,10, 1,19, irgendwie sowas um den Dreh. Und ja, hergestellt bzw. vertrieben von der Mondelez Deutschland GmbH in Bremen. Schöne Grüße an alle aus Bremen natürlich. Und wir kommen direkt zu den Nährwertangaben, die 100 Gramm. Wir haben einen Energiewert von 2187 Kilojoule bzw. 523 Kilokalorien. Ja, viel. Ihr wisst, über 500, sage ich schon, ist schon ziemlich viel. Da muss es schon sehr viel mit Nährwerten zugebombt sein, mit Mikronährstoffen, damit man sagt, okay, es lohnt sich. Ja, geht. Fett haben wir 28 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 17 Gramm, schokoladentypisch. Kohlenhydrate 60 Gramm, davon sogar 59 Gramm. Das sind halt 10 Gramm mehr als die Milkas, die wir uns gestern angeschaut haben. Ne? Ist schon wild. Ballaststoffe 2,4 Gramm, Eiweiß 5,7 Gramm und Salz 0,25 Gramm. Ja, sonst alles mehr oder weniger schokoladentypisch. Ja, kommen wir mal zu den Zutaten. Ah, die 59 Gramm Zucker, die werden das Produkt nicht so gut dastehen lassen. Ich sag's euch jetzt schon. Wir haben eine Alpenmilchschokolade mit Kakao-Draggies, 20%. Und diese Kakao-Draggies sind eben die M&M's. Zutaten, Hauptzutat Zucker. Dann Kakaobutter, okay, Kakaomasse, okay. Aber Zucker am Anfang und ziemlich viel davon, naja. Dann Magermilchpulver, nicht so okay. Süßmolkenpulver, auch nicht so geil. Butter rein, Fett, naja, fettarmes Kakaopulver. Ja, semi, also wäre es normal mit Fett, dann wäre es besser. Aber auch so eigentlich okay. Ja, doch, Kakaopulver ist gut. Emulgator haben wir Sojalecithin und Sonnenblumenlecithin. Okay, ist neutral, würde ich sagen. Überzugsmittel, Gummi Arabicum, Shellac, Bienenwachs weiß und gelb und Kanauberwachs. Ist Shellac nicht das von den Läusen? Ich habe das schon oft jetzt gefragt, aber ich habe es immer noch nicht irgendwie gelernt in der Zwischenzeit. Aber ich glaube schon. Naja, ein bisschen Läuse, sehr nice. Dann haben wir Haselnussmasse, finde ich wirklich cool, warum auch immer die da drin ist. Reisstärke, okay. Ah, bestimmt in den Draggies, das kann sein. Vollmilchpulver, naja. Farbstoffe Riboflavine, also Vitamin B2 und Betanin, Betenrot. Betanin ist gleich Betenrot, aber hatten wir auch, da haben wir das erste Mal, glaube ich, als Farbstoff, oder? Dann haben wir Carotin und Anthocyane. Anthocyane auch geil. Also es sind gute Farbstoffe, muss man schon sagen, bei den Draggies, das haben sie wenigstens fair gemacht. Dann haben wir noch ein künstliches Aroma und das war's. Ja, Gesundheitsnote 5+. Natürlich keine Gesundheitsempfehlung, 59 Gramm Zucker, weit weg von jeglicher Gesundheitsempfehlung. Aber, wie immer, bin ich auf den Geschmack gespannt. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die findet. So schaut das Ganze von unten aus. Also ja, wie eine klassische Schokolade. Wir sehen so leichte, ja, so Punkte. Die verstehe ich jetzt nicht, aber halt auch so ein bisschen, ja, die M&M's oder Draggies, Kakao-Draggy, die Kakao-Draggies schauen ein bisschen durch. So, jetzt deutsche Sprache, schwere Sprache. Also, ich breche das Ganze mal ab. So schaut es aus. Dann breche ich davon wieder ein Stück ab. Oh, haben wir einen Draggy drin? Zwei Stück sogar. Drei Stück sogar. Oh ja, okay, gutes Stück. Leute, aufs Wohl. Milka-Schokolade im Vordergrund, immer lecker. Kann man nichts sagen. Man kann über die Gesundheit, über die Verfahren, wie das Ganze produziert wird und so, ob da jemand ausgebeutet wird und so, echt diskutieren, aber Geschmack, sehr lecker. Draggies geben auch wieder Abwechslung. Wie gestern Abend der Keks, nur hier auf eine andere Weise. Du hast so einen ganz leichten Crunch und noch so einen anderen Schokoladengeschmack, der sich mit diesem Milka-Geschmack mit einmischt. Ist lecker, ist wirklich gut. Geschmacksnote von mir 1-. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die findet, würde mich wie gesagt interessieren. Ansonsten
solide Sorte und vor allem halt was für Fans, die halt eh schon diese Kakao-Draggies oder M&M's oder so lieben. Ich denke, die werden damit auch ganz gut fahren. Nur hier das Design technisch würde ich ein bisschen anders machen und natürlich wie bei jedem Produkt viel weniger Zucker, aber das geht halt bei Süßigkeiten schwer nicht. Schwer, weil sonst wären es keine Süßigkeiten. So Leute, ich wünsche euch was, immer schön happy bleiben, immer schön gesund bleiben. Wir sehen uns heute Abend wieder beim nächsten Süßigkeiten-Test und ja, bis dann. Ciao, ciao.